Guten Abend, liebe Volleyballfreunde. Wir sehen uns zu einem weiteren Volley Star Talk von Buildaway Spot Solutions. Und es ist meine Riesenfreude, heute Abend die Entdeckung oder eine der großen Entdeckungen der letzten Saison zu begrüßen. Die Libera von VC Kantischer Fausen, Vivian Habecker. Guten Abend, Hallo. Vivian. Hallo. Du hast ja wirklich eine spezielle, spektakuläre Saison erlebt. Du bist von Adorf gekommen. Vor 2 Jahren oder vorletzte Saison haben die ersten Kontakte stattgefunden. Wie war das so, von einem Club angesprochen zu werden, der offensichtlich Meisterschaftsambitionen hegt? Wie fühlt man sich da oder was hat das in dir ausgelöst? Ja, also als ich es gelesen habe auf meinem Handy, konnte ich zuerst gar nicht glauben. Aber ich war mega überrascht und glücklich überrascht. Ja, und am Anfang dachte ich so, ja, mal schauen, wie er das dann auch meint. Und dann ist es natürlich positiv rausgekommen und ich hatte dann die Chance, zu Kanti zu wechseln. Jetzt, wenn du die letzte Saison nochmal zur Revue betrachtest, wie bist du zufrieden mit deiner Leistung? Oder gibt es Punkte, die du sagen würdest du besser machen? Oder wie sieht das aus? Ja, ich finde es noch spannend, so wenn man eben das erste Jahr eigentlich in einer Nazi A spielt, ist ja der Unterschied von der Anfangssaison zu der Schlusssaison enorm. Es ist lustig, wenn ich die Spiele anschaue vom Anfang und die Spiele vom Ende, was für einen Fortschritt eigentlich alles, was ich für einen Fortschritt gemacht habe. Also am Anfang war es halt das Tempo vor allem, also war viel schneller. Und ja, ich war halt noch extrem nervös und es war alles neu. Und am Schluss war ich wie drin und das Team hat mich extrem unterstützt. Es war eine mega tolle Saison. Jetzt seid ihr am Schluss in Anführungszeichen nur Vierte geworden. Wie ist die Gefühlslage? Also ist das jetzt Vierter, aber mit sehr guten Leistungen oder etwas enttäuscht, dass es dann nur Vierter war, nachdem man die Qualifikation als Zweiter beendet hat? Also klar wollte man mehr, aber ich war so zufrieden von der ganzen Saison, weil wir so ein tolles Team hatten. Und ich kann mich noch erinnern, das letzte Spiel hat, zuerst kam so ein bisschen die Enttäuschung, dass wir nicht Dritter geworden sind. Aber nachher kam so ein bisschen die Traurigkeit, dass man eigentlich nächste Saison wie nicht mehr mit allen, also mit demselben Team spielen kann. Ja, wie gesagt, natürlich hätte auch mehr drin gelegen, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden und ich glaube, das ist eine Saison, die ich nie vergessen werde. Also erste Nationalerfahrungen und Gut Cup-Sieger, ich meine, das ist ein mega schönes Erlebnis und ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der Saison. Dieser Cup-Sieg, der für dich, glaube ich, sichtbar sehr emotional war, auch etwas verändert? Also bist du vermehrt wahrgenommen worden im Umfeld oder angesprochen worden oder rennen dir jetzt alle auf Social Media nach? Also so ein krasser Unterschied gab es nicht, aber viele haben auch meinen Eltern geschrieben, also Bekannte von meinen Eltern haben auch meinen Eltern geschrieben, obwohl sie mich gar nicht kannten. Und ja, auf Instagram haben mir ein paar mehr gefolgt, was natürlich mega schön ist, aber sonst im Umfeld natürlich nicht groß ein Unterschied. Aber ja, ich habe mich natürlich mega gefreut über die Nachrichten, die ich auf dem Handy nach dem Cup-Sieg hatte. Also ja, vor allem von denen, die mich schon kannten, hatten mir geschrieben, das hat mich mega gefreut. Zur großen Freude hast du ja einen neuen Vertrag unterschrieben in Schaffhausen. Du wirst 2 weitere Jahre bleiben. Jetzt noch einfach nochmal die Frage, was gefällt dir so gut, dass du in Schaffhausen bleibst? Also das Erste war das Team. Wir hatten extrem harmonische, also wir hatten es extrem harmonisch. Und ich bin auch froh, dass, glaube, die Hälfte bleibt.
Aber natürlich freue ich mich auch auf andere Leute, sie kennenzulernen. Und natürlich der Trainer. Also ich finde, er hatte super Trainings gemacht. Und dann natürlich der Vorstand. Also wenn man ein Problem hatte, konnte man immer zu ihm gehen, nachfragen. Sie hat einem sofort geholfen. Und ja, also allgemein alle rundherum dem Verein, also auch dass alles aufgestellt war. Und ja, man hat sich einfach gegenseitig geholfen und es war wie eine kleine Familie. Du wirst im Sommer 20 Jahre alt. Das ist noch sehr jung. Da hat man noch große Ziele. Was würdest du noch volleyballerisch für Ziele anstreben, verfolgen? Eins ist sicher die Nationalmannschaft. Und ein kurzfristiges Ziel mit Kantischer Phasen wäre natürlich Meister und Cup-Sieger nächstes Jahr. Und ja, ein langfristiges Ziel wäre auch vielleicht mal ins Ausland zu gehen. Genau. Letzte Frage jetzt noch zum Thema Volleyball. Natürlich auch als junge Spielerin gibt es Vorbilder, denen du nacheiferst oder die du groß bewunderst? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht ein Vorbild, ich habe mehrere und jetzt auch nicht wirklich eine Person gerichtet. Ich finde mehr, dass jetzt auch letztes Jahr im Team, also jeder hat etwas, das er sehr gut kann. Und dann komme ich immer und denke, boah, das möchte ich auch so können. Also es ist nicht wirklich eine Person, für mich sind es mehrere Personen. Und die können auch in meinem Umfeld sein. Wenn ich etwas sehe, was ich toll finde, oder eine Art, die ich toll finde, dann denke ich, boah, ja, das finde ich cool, so sollte ich auch reagieren. Jetzt habe ich mich verschwatzt, ich habe doch noch eine letzte Frage. Sport ist immer auch etwas Ritual. Oder Rituale sind wichtig im Sport. Gibt es bei dir ein Ritual, mit dem du dich auf ein Spiel vorbereitest? Ein Ritual. Also ich habe jetzt, letzte Saison habe ich immer nur mit Zöpfe gespielt. Pia Leveling hat mir immer Zöpfe gemacht. Leider ist sie nächstes Jahr nicht mehr bei uns. Jetzt brauche ich jemand anders, der mir Zöpfe macht, weil ich es selber nicht kann. Ja, das ist etwas, das ich an jedem Spiel hatte. Dann, ja, zu Anfangssaison hatte ich immer kurze Socken an. Und wenn wir gewonnen haben, habe ich immer kurze Socken anbehalten. Und wenn wir verloren haben, habe ich lange angezogen. Also sowas, ja, aber so ein bestimmtes Ritual eigentlich nicht. Du spielst ja nicht nur Volleyball, du brauchst ja auch mal Zeit für dich, um ein bisschen herunterzufahren, zu entspannen. Was machst du dann? Ich liebe es, mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Spieleabend oder so. Oder mit meinen Freunden rauszugehen. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Partymaus, aber so sich bei jemandem zu Hause treffen, das mag ich sehr. Und ja, Musik hören. Manchmal singe ich. Ja. Da sind noch weitere Talente verborgen, offenbar. Nein, wirklich. Ich mag es. Ich weiß nicht, ob ich es gut kann. Wir gehen jetzt schon eigentlich Richtung Schlussspurt. Wir haben diese Gewagt-Gefragt-Runde. Das heißt, ich werde dir zwei Begriffe vorwerfen und du entscheidest dich möglichst schnell für den einen oder anderen. Horrorfilm oder Komödie? Komödie. Spa oder Fitness? Spa. Telepathie oder Teleportation? Teleportation. Grüne oder braune Augen? Grün. Temperamentvoll oder kontrolliert? Temperamentvoll. Ohrring oder Halskette? Beides. Ich liebe Schmuck. Sehr interessant, dich mit dir zu unterhalten. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Wir wünschen dir einen schönen Sommer. Freuen uns, dass wir dich im Herbst wieder in der Halle stehen sehen, wieder im Trikot vom VC Kantischer Fausen. An die Zuschauer den Vermerk, schaut doch einfach auf dem YouTube-Kanal nach, wenn der nächste Talk publiziert wird.
Ich bedanke mich nochmal für die Zeit und wünsche euch allen ganz einen schönen Abend. Tschüss!